Moin zusammen zu einer neuen Folge von Betreutes Schrauben. Da werden sich manche denken, oh Gott, nee, nicht schon wieder die GSX. Aber Contenance, Leute, das ist jetzt, glaube ich, das letzte Mal, dass ich die nochmal anfasse. Dann habe ich nämlich alle Flüssigkeiten gewechselt, die ich wechseln wollte und auch konnte. Bis auf den Ölwechsel natürlich, das kann man dann auch immer mal machen. Was ich zum Einstieg mal sagen wollte, ist, ich finde es echt klasse, wie viel ihr kommentiert und vor allem, was ihr kommentiert. Also es geht super friedlich zu, ich habe YouTube-Kanäle gesehen. Ja, da schreiben die Leute dann irgendeinen Kram drunter. Passiert hier überhaupt nicht, bin ich super, super happy drüber, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Habe ich mir auch so gewünscht. Und vielen Dank dafür. Und ich muss heute, machen wir die Bremsflüssigkeit hier an der GSX. Also vorne, hinten haben wir ja schon gemacht. Und es kam so oft die Eingabe, dass das mit dem Lappen einfach ja, eine scheiß Idee ist. Es ist auch eine scheiß Idee. Ja, das kann man natürlich privat für sich so machen. Aber es ist einfach ja, gefährlich, weil man schlabbern kann und sich dann eben den Lack versaut. Und witzigerweise habe ich hier noch so eine Spritze gefunden. Die hatte ich sogar hier in der Garage, um irgendwas mal abzuziehen. Und deswegen werde ich die heute mal benutzen. Ja, das hatte zwei Nutzer, glaube ich, irgendwie drunter geschrieben. Und das werde ich heute einfach mal beachten. Ein Kommentar war natürlich auch, dass man diese Tücher, die mit Bremsflüssigkeit getränkt sind, ja auch nicht so einfach in den Restmüll werfen darf. Ist richtig. Hier in Köln ist es allerdings so, es wird eh alles verbrannt. Ja, man kann auch Medikamente hier in den Restmüll schmeißen und was weiß ich. Sollte man aber generell dann lieber nicht tun, ne, weil Bremsflüssigkeit da nicht hingehört, sondern man tut es wieder in ein Behältnis, ne, wo alt drauf steht, wie ich das auch habe. Und dann gibt man das wieder, wenn man sich neue Bremsflüssigkeit kauft oder unter Vorlage des Kassenbons, wenn man den noch aufgehoben hat, gibt man das einfach dann wieder bei den bekannten Verkaufsstellen für diese Bremsflüssigkeit eben ab und dann ist man das los. Ja. Und heute können wir das erste Mal mit zwei Kameras filmen. Das heißt, während ich unten pumpe, sehen wir oben, wie der Behälter leer läuft. Ich muss mal gucken, wie ich das mit diesem Schnittprogramm nachher Bild in Bild hinbekomme. Keine Ahnung. Ja, und dann legen wir einfach mal los jetzt hier. Wir starten jetzt mit dem Öffnen des Ausgleichsbehälters hier oben an der Bremse rechts am Lenker. Wie letztes Mal schon gesagt, nehmt bitte den richtigen Schraubendreher. PH1, also Phillips in der Größe 1 ist hier der richtige. Schön fest aufdrücken, bitte. Ja. Wie beim Kupplungsbehälter gehen auch diese Schrauben hier sehr leicht auf, weil sie eben nicht im Bereich hängen, wo irgendwie Schmock dran kommt, unten vom Fahren, wenn man mal im Regen fährt oder fahren muss. Jetzt nehmen wir uns das Deckelchen hier ab. So. Und wie ich beim letzten Mal schon oft darüber referiert habe, dass man sich doch dann hier bitte um die Armatur ein Tuch legt, werde ich das heute premierenmäßig mal machen. Ich habe jetzt hier ein bisschen Flüssigkeit drin. Das könnte aber auch Wasser sein oder vermischt mit Bremsflüssigkeit. Puh, das sieht ja fast genauso aus wie bei der Kupplung. Obwohl es bei der Kupplung vom Schauglas her noch ein bisschen dunkler war. Ich mache auch hiervon nochmal ein Foto, dann könnt ihr euch das mal ansehen. Und jetzt gehen wir hin. Und genau, jetzt kommt das Tuch. Das Tuch, ja. Erstmal ein Tuch besorgen, nicht? Oh ne, das hier nicht. Oh mein Gott. Ah, so. Ein schönes, frisches Zuschnitt, Unterhemd oder was auch immer das mal in seinem früheren Leben war. Ach, gucke mal. So, sauber arbeiten, sage ich. Und ihr sagt, ja, dann macht das doch mal. So, das sieht doch schick aus. Jetzt holen wir uns hier, ich habe mal wieder alles vorbereitet, toll. Ich meine, gut, die paar Sekunden, die ich jetzt damit spare, machen den Kohl auch nicht fett. Wo ist meine Spritze? Wo ist die Spritze hin? Kann aber nicht wahr sein. Habe ich immer in der Hand gehabt. Mensch. Ah. Ja, beim Einstellen des Lichtes verlustigt gegangen. Also, den Behälter stellen wir uns jetzt mal unten hin und jetzt ziehen wir uns hier. Obwohl. Ich wollte erst ein Foto machen. Mensch, wie mache ich das denn jetzt? Ah, schwierig. So, nachdem ich jetzt ein Foto gemacht habe, können wir ja mal anfangen. Den lasse ich lieber mal hier auf dem Tisch stehen. Kein Bock, dass mir der umfällt. So. Wie war das bei der DKMS?
Stäbchen rein, Spender sein. Hier ist Spritze rein. Die ganze alte Suppe hier rausziehen. So, hier kann man schön sehen, was das für eine Farbe ist. Ja, auch eher dunkelbernsteinfarben. Und leer machen. Und Norrens. Ja, Leute, danke für den Tipp. Vielen Dank. Das geht deutlich besser. Oh, Kamera wackelt. So. Nicht zu viel. Ich habe schon gesagt, wir wollen nicht, dass wir hier oben über diesem Löchlein, was man unten sieht, keine Flüssigkeit mehr stehen haben. So, fertig. Zap. Ja, das ist gut. Ja, jetzt ist der Behälter leer. Jetzt füllen wir den Behälter wieder auf. Diesmal nehme ich hier aber ein angebrochenes Gebinde, weil ich ja für die beiden anderen Hydrauliksysteme hier schon was hatte. Das heißt, das ist jetzt höchstens seit einer Woche auf. Also so, was habe ich letztes Mal gesagt? Letztes Mal habe ich gesagt, guckt beim Auffüllen auf das Schauglas. Ich gucke auf das Schauglas. Ich weiß gar nicht, oh, sieht man hier überhaupt noch was? Ich gucke auf die Blase hier. So, Blase 3 mm max. So, fertig. Sehr gut. Das heißt, wir gehen jetzt nach unten, bauen die zweite Kamera auf und dann gucken wir uns mal an, was wir denn zu tun haben hier. So, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Am rechten Bremssattel. Wir müssen das natürlich noch am linken Bremssattel machen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Reihenfolge gibt. Es gibt garantiert eine. Also die Bremsleitung kommt jetzt hier an. Die teilt sich aber doch auf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich schaue mal gerade. Gibt es hier nicht ein Y-Stück? Nein, es ist richtig. Es ist richtig, wie wir es jetzt machen. Denn dieser Sattel hat nur eine Leitung. Das heißt, es ist das letzte Glied in der Bremsanlage. Das heißt, der Bremsschlauch von oben kommt runter und geht an den linken Sattel. Und dann geht er vom linken Sattel an den rechten Sattel. Gut, dass ich das jetzt so aufgebaut habe, sonst hätte ich das nochmal wechseln müssen. Das heißt, wir holen uns jetzt quasi erstmal ein bisschen das raus, was hier am rechten Sattel quasi in der Leitung ist, im Kolben ist. Und, weiß ich nicht, wir pumpen jetzt 5-6 Mal und dann haben wir quasi diese Leitung hier leer gemacht. Ne? Das ist so eine U-Leitung, die geht vom rechten Bremssattel zum linken Bremssattel. Und am linken Bremssattel, das seht ihr dann gleich in der nächsten Einstellung, ist die Leitung von oben mit dran. Glück gehabt. So, Entlüfternippelchen machen wir uns ab. Dann machen wir uns einen Schlauch drauf. Es haben mich ein paar Leute darauf hingewiesen, was auch richtig ist. Das ist für diese Entlüfternippel auch richtiges Werkzeug gibt. Was heißt richtiges Werkzeug? Ne? Das ist ein ganz normaler 8er Maulschlüssel. Es gibt aber auch extra Schlüssel für zum Bremsen entlüften. Das hat den Hintergrund, dass bei Autos zum Beispiel, wo die Bremssättel sehr, sehr viel Straßenschmock und was weiß ich nicht abbekommen, meistens bombenfest sitzen. Und wenn man das nur mit falschem Werkzeug macht, das Material ist sehr weich, aus dem die bestehen, dann dreht man sich die rund. Ja, das ist hier einfach aus Eitelkeit ein gut gepflegtes Motorrad. Das ist selten sehr schmutzig, weil ich es vermeide, im Regen zu fahren, weil ich einfach keinen Bock auf Putzen habe. Ja, das heißt, man sieht das hier schon, das ist alles sehr sauber und deswegen habe ich mit dem 8er Maulschlüssel hier keine Angst, dass ich mir diese Schraube hier runddrehe. Mal schauen, ob ich es heute schaffe, es im ersten Take zu machen, dass ich auf statt zudrehe. Das heißt, wir drehen uns auf. Wir haben den Schlauch hier drauf gesteckt. Der steht wieder hier in dieser... Ich hole ihn nochmal kurz raus. Ja, aber nicht mit Bremsflüssigkeit, bitte. Der steht wieder in dem Behältnis hier drin, ne, wo alt drauf steht. Ich sage immer meine Löthilfe. Das stimmt gar nicht. Das ist eigentlich nur hier so ein kleiner Pressbock. Aber ich halte mir damit trotzdem die Kabel fest, wenn ich was löte. So, stecken wir den Schlauch hier unten wieder rein. Drehen uns auf. Und auf
Auf, auf, auf. So, das ist aber auf jeden Fall auf. So, das ist auf. So, das ist auf. Mal gucken, was passiert. Ich muss jetzt mal gerade die zweite Kamera anmachen hier oben. Da vermute ich einmal das Moped rum. Die liegt ja quasi auf dem Tank drauf. Die soll natürlich hier filmen, wie der Behälter leerer wird. Meine Güte, wo ist denn hier der Knopf? Da ist er. Es ist alles ein Versuch. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Learning by doing, sage ich immer. Die zweite Kamera läuft jetzt oben. Und wir haben jetzt aufgemacht hier. Und betätigen den Bremshebel. Das ist der Kupplungshebel, Gunnar. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, ne? Ja, das ist der Bremshebel. Meine Güte, was bin ich nur so durcheinander? So, betätigen uns den Bremshebel. Ja, es ist noch nicht ganz auf. So, und da kommt sie schon. Die alte. Drehen wieder zu, halten oben. Lassen oben los. Machen unten auf. Drücken, halten oben zu. Oben wieder loslassen. Es wird neue Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter angesaugt. Machen wieder auf. Drücken, schließen. Lassen oben wieder los. Auf. Drücken, schließen, oben halten. Machen oben wieder auf. So, jetzt gucke ich mal in den Behälter. Die Bühne ist ganz schön weit oben. Ich sehe, ja, der Stand fällt, aber es ist noch nicht dramatisch. Das heißt, wir können hier erstmal weitermachen. Also ich mache nochmal auf. Drücken, halten, schließen, oben wieder loslassen. Und so weiter und so fort. Das gluckert jetzt alles hier schön in den Behälter rein. Witzigerweise hatte ich letztes Mal gesagt, ich zähle das nächste Mal. Würde mich aber, glaube ich, echt hier aus dem Takt bringen, wenn ich das zählen müsste. Ein Nutzer hat es drunter geschrieben, ich fand es mega witzig. Gesagt, ich glaube, du hast so und so viel Mal gepumpt, fand ich einfach total geil, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, einfach zu sagen, pass mal auf, wenn du nicht zählst, dann zähle ich jetzt mal für dich. So, jetzt gucken wir oben nochmal rein. Die Kamera sieht das natürlich, ich aber nicht. So, der Behälter ist fast leer. Also ich bin 1,90 groß. Ich habe die Bühne jetzt aber so weit oben. Jetzt stehen hier überall Kameras. Meine Güte. Ein Nutzer hat mich über eine private Nachricht gefragt, wie ich denn hier filme. Also die Hauptkamera, das ist jetzt die neue. Das ist eine D7500 von Nikon. Da ist ein Kondensatormikrofon oben drauf, weil das interne Mikrofon einfach von der Qualität her so gut nicht ist. Das wird dann irgendwann mal ersetzt durch eine Funkstrecke von Rode, die sind sehr teuer. Die kann man sich nicht so einfach kaufen, da muss man schon 350 Euro für ausklinken. Und oben filmt die alte D5300. Das nun mal dazu. So, das heißt, ich habe oben wieder aufgefüllt. Da wir ja jetzt hier eigentlich nur den Teil von dieser U-Verbindung zwischen den beiden Sätteln leer machen müssen, ja, würde ich mal sagen, machen wir das jetzt noch 3-4 Mal. 2, 3, 4, 5. So, habe ich mich nochmal selbst verarscht. 5 Mal. So. Jetzt. So, heute ist auch Premiere. Ich ziehe das jetzt nochmal handwarm an. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass es natürlich einen Drehmoment gibt. Nee, das war nicht so cool. So, warte mal. Dann mischen wir mal gerade bei hier mit dem Tuch. Ich habe den nicht ordentlich abgezogen. Das heißt, wir haben jetzt hier auf dem Nippelchen haben wir hier ein bisschen Bremsflüssigkeit. Also, der Nippel bekommt 6 Newtonmeter. Einer meiner Mieter, der Christian, um genau zu sein, war so nett und hat mir seinen Drehmomentschlüssel ausgeliehen, der das kann. Ja, der kann, weiß ich nicht, muss man gerade schauen, der kann 4 bis 16, glaube ich. Dann stellen wir uns jetzt ein auf 6. Ich weiß nicht, ob man das hier irgendwie lesen kann in der Skala. 4, 6, 8. Das ist ja genau in der Mitte. Jetzt brauchen wir einen passenden Aufsatz, eine 8er Nuss. Hätte man sich drum kümmern können, aber es ist hier zum Glück alles in Reichweite.
wir holen uns jetzt hier mal eine Viertelzoll 8er Nuss raus. Spannen die mal auf. Ist doch schon in der richtigen Stellung hier. Zudrehen, logischerweise. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel das ist. Oh, wow. Okay. Witzigerweise, so kleine Werte denkt man immer, naja, 6 Newtonmeter, ne, das mache ich mit der Hand. Ja, es ist aber nicht genau. Man kann, also, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das können. Es gibt ja, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ja, aber ich kann 6 Newtonmeter nicht mit Handgefühl irgendwie anziehen. Das haben wir jetzt hier gemacht. Perfekt. Ja, das finde ich schon mal richtig gut. Das machen wir uns mit Busche wieder drauf, hey. So, ist doch gut. Sieht gut aus. Sind wir hier fertig? Gehen wir nach drüben. So, wir sind auf der linken Seite angekommen. Und machen quasi genau das gleiche, was wir auf der rechten Seite auch gemacht haben. Machen uns erstmal jetzt Nippelchen ab. Stecken uns wieder einen Schlauch drauf. Bäh, ist wieder Borst hier. So, ja, so löbt das aber nicht. So löbt das. Ich habe mich gerade eben gefragt, wie ich das hier technisch mache. Ich glaube, diese Seite eignet sich nicht so gut. Die ist, glaube ich, schon mal abgeschnitten worden und zwar schief. Das heißt, die rutscht mir hier runter. Und das, wenn sie mir hier runterrutscht, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin hier irgendwas versauer auf jeden Fall. So, das ist jetzt deutlich besser. Anderes Ende wieder in den Behälter mit der alten Flüssigkeit. Tropft hier aber auch irgendwie. Tropft deswegen, weil im Schlauch natürlich noch was drin war. Zum Glück nur auf den Pressbock hier gegangen. Bisschen abwischen hier. Ich habe mir eben überlegt, hä, wie machst du das denn jetzt? Du musst ja jetzt quasi unten links aufmachen und oben rechts den Hebel drücken und jetzt steht die Bühne auch noch oben. Hä? Glücklicherweise ist Caro gerade vorbeigekommen, die wollte sich ein Eis holen. Eisdiele hatte zu. Ja, sehr ärgerlich, aber Caro hat sich dazu bereit erklärt, jetzt oben den Hebel zu drücken, wenn ich ihr da das Kommando zugebe. Sehr praktisch. Hi Leute. Dass du weißt. Das heißt, wir machen hier wieder auf. Du musst mir sagen, welcher Hebel, ne? Okay, pass auf. Der Hebel ist der hier. Das ist der Bremshebel. Okay. Warte mal. Also, ich sag dir Go, genau. So, ich mach mal auf. Boah, ganz schön fest. So, jetzt ist offen. So, pass auf. Jetzt bitte drücken und festhalten. Also den Hebel drücken bis zum Griff. Ich drücke? Ja, und ja. Fest. Festhalten, super. Mhm. Perfekt, sieht gut aus. Ich mache hier zu und du lässt bitte los. Den Hebel einfach loslassen. Jetzt? Genau, einfach loslassen. Okay. Perfekt. So, ich mache hier wieder auf. Du drückst bitte nochmal komplett durch. Drück nochmal durch. Super. So, ich mache wieder zu. Du lässt nochmal los. Ich lasse nochmal los. Super. Ich mache nochmal auf. Du drückst bitte komplett durch. Ja. So, super. Ich mache nochmal zu. Ich lasse wieder los. Du lässt wieder los, genau. Ja, siehst du. Ich mache auf. Du drückst bitte. Hältst. Lässt jetzt los. Ich mach auf, du drückst bitte. Ich mach zu, du lässt los. Ich mach auf, du drückst bitte. So, und zu. Und das machen wir, warte mal. Ja, jetzt hast du wahrscheinlich Bremsdruck gehabt, ne? Ich habe hier unten zu gehabt, warte mal. Ich mach auf, jetzt nochmal. So, ich mach nochmal zu. Jetzt loslassen bitte. Jetzt muss ich mal gucken. Caro ist ein bisschen kürzer als ich. Ich bin mit meinen 1,90 hier. Zum Glück ja. So lang. Ja, geht aber noch. Da geht noch was. Da geht noch was. Da geht noch was. Wir laufen nicht Gefahr, dass uns das oben leer läuft. Bisher nicht. Ihr seht das dann gleich auch in dem Kamerabild. Was ich dann hoffentlich irgendwie dann hinbekomme, dass das Bild im Bild funktioniert. Ich mache nochmal auf. Caro drückt bitte nochmal komplett. Ich mache nochmal zu. Caro lässt los. Ich mache auf. Caro drückt. Ich mache zu. Caro lässt los. Ich habe offen. Ich habe zu. Offen. Zu. Offen. Zu. Was passiert denn da jetzt? Weil ich sehe das jetzt nicht. Okay. Was passiert ist folgendes. Zu machen? Loslassen? Du kannst loslassen. Okay. Ich habe zu. Was passiert ist folgendes. Der Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter, das ist der hier oben. Du müsstest mal hier auf die Seite kommen, dann siehst du das besser. Das ist quasi der Flüssigkeitsbehälter hier oben. Der ist jetzt leer. Mhm. Siehst du das? Also man sieht hier keine Flüssigkeit in diesem Glas drin. Ja. Siehst du das? Ja, sehe ich. Und deswegen gehe ich jetzt mal gerade auch selber ums Moped rum und fülle da mal wieder auf. Das ist immer schwierig, wenn hier Behälter rumstehen, wo alt draufsteht und man natürlich neue haben will. Jetzt
sehe ich, die zweite Kamera ist nicht gelaufen. Ist kein Problem, weil der Stand, der eben war, der ist einfach nur abgelaufen. Ich fülle jetzt hier wieder auf. Habe ich vergessen anzumachen. So, jetzt ist wieder voll. Ja, jetzt sehe ich das auch. Ja, jetzt siehst du es auch, ne? Ja, wie die Flüssigkeit da drin ist, ja. Genau. Ja, das ist immer blöd, wenn man es vorher nicht gesehen hat. Dann guckt man da rein und weiß einfach nicht, was da passiert. Das, was hier unten rauskommt, sieht schon ganz gut aus. Ich würde dich nochmal bitten, nochmal rüber zu gehen. Wir machen das jetzt noch. Wie oft machen wir das jetzt nochmal? Wir machen es jetzt noch 10 Mal. Das hört sich pervers an. Ja. Auf zu. Warte mal. So. Also ich habe auf, bitte Trecke. Zu. Auf. Zu. Auf. Zu. Auf. Zu. Auf. Zu. Auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf und zu. Perfekt. So, ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Das, was hier rauskommt, was jetzt hier gerade abläuft, das sieht aus wie neue Bremsflüssigkeit. Das hat die Farbe von dem, was wir da oben eingefüllt haben. Deswegen ist das für mich jetzt hier abgeschlossen. Das heißt, es ist alles durchgelaufen? Es ist alles durchgelaufen, genau. Wir haben die Bremsflüssigkeit jetzt erneuert mit deiner Hilfe hier. So, ich mache jetzt hier mal den Schlauch wieder ab. Das ist hier ein bisschen blöd, weil immer ein Teil davon... So. Der Rest läuft zum Glück durch die Schwerkraft hier, weil das Behältnis natürlich tiefer steht, als der Schlauchanfang ist. Das war eine gute Idee mit dem Tuch hier, sonst hier... Seht ihr das? Ah, hier tropft alles. Meine Güte. Letztes Mal war das alles deutlich einfacher. Und vorher war die Bremsflüssigkeit andersfarbig? Genau, die war so bernsteinfarben. Weil, also das hatte ich jetzt im letzten Videos gar nicht erklärt. Also Leute, die sich diese Videos hier angucken, die wissen das eigentlich. Also Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch. Hygroskopisch heißt, die Bremsflüssigkeit zieht Wasser an. Und wenn sie Wasser anzieht, dann verfärbt die sich quasi. Die wird einfach älter. Und man sollte sie einfach mal wechseln. Ich weiß es nicht, wann es hier gemacht worden ist. Also das letzte Mal garantiert irgendwann im Service. Den habe nicht ich gemacht. Da hatte ich noch Garantie oder wie auch immer. So, jetzt nehmen wir uns wieder unseren Drehmeierschlüssel hin. Warum habe ich das jetzt schon wieder weggepackt? Das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Mein Nusskasten. Ja, ich habe eben den Nusskasten extra vom Regal geholt. So. Spannen uns die 8er Nuss hier wieder ein. Jetzt ist das hier ein bisschen schwierig. Nee, so geht das nicht. Geht das so? Ja, so geht das. Woher weiß man, wenn man Bremsflüssigkeit wechseln muss? Woher weiß man das? Das ist eine super Frage. Also es gibt Leute, die machen das alle 2 Jahre. Meine Güte, das ist aber ganz schön. Kommt dann auch auf die... Es kommt auch darauf an, ob du viel im Regen fährst. Ne, wenn du viel im Regen fährst, dann kommt Wasser quasi oben rein. Und dann sollte man das wirklich mal öfters machen. Bei Maschinen, die dann wirklich viel im schlechten Wetter fahren. So, wir haben das Nippelchen wieder drauf gemacht und sind jetzt soweit fertig. Was wir jetzt noch machen, ist, wir füllen oben auf, bis der Stand stimmt. Jetzt habe ich wieder die alte in der Hand. Das ist natürlich falsch. Schön der A in der Hand. Das hört sich natürlich auch komisch an. So, wir füllen oben auf, bis wir sehen, dass die Luftblase oben noch ungefähr so 3-4 mm breit ist. Haben wir jetzt. So. Das heißt, der nächste Take ist einfach wieder zumachen. Oben, aber dafür lassen wir die Bühne runter, weil die ist mir viel zu hoch. Das gucken wir uns jetzt mal an. So, wir haben den Behälter jetzt wieder aufgefüllt, dass wir jetzt hier vorne an der Blase noch ungefähr 3 bis 4 mm Platz haben. Das heißt, der Stand, den wir am Ende haben wollten, der ist jetzt erreicht. Wir nehmen uns jetzt hier wieder die Dichtung her und unser Plastikplättchen. Setzen die Dichtung hier ein. Die haben wir natürlich schön sauber gemacht. Also soweit das eben hier geht, man kriegt sie nicht komplett sauber. Setzen uns unser Plastikdeckelchen wieder drauf. So. Und dann, ne, wie immer wichtig, ne, dass ihr bei der Fahrt lesen könnt hier, ne, was man hier zu beachten hat. Das Deckelchen wieder richtig rum draufsetzen. Sitzt schon. Und dann mit demselben Schraubendreher die Schrauben wieder zudrehen, mit dem wir es auch aufgemacht haben, PH1. Und wenn wir das gemacht haben, sind wir fertig.
Dann haben wir die komplette Bremsflüssigkeit in der GSX gewechselt, hinten wie vorne und für die hydraulische Kupplung auch. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Kühlflüssigkeitswechsel. Das fällt mir gerade ein. Das müsste noch die Originale sein. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Und sind für heute durch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Betreutes Schrauben.